Der in der Türkei inhaftierte Weltjournalist Deniz Özel ist nicht mehr in Einzelhaft. Der deutsche Reporter sitze zwar immer noch in einer Einzelzelle, habe aber inzwischen Zugang zu einem Gefängnishof, den er sich mit einem ebenfalls inhaftierten türkischen Journalisten teile, sagte Özels Anwalt Veysel Okay der deutschen Presseagentur am Sonntagabend. Zunächst hatte Özels Arbeitgeber, die Tageszeitung Die Welt, auf ihrer Internetseite darüber berichtet. Bisher war Özel jeder Kontakt zu Mitgefangenen unmöglich. Özel sitzt seit dem 27. Februar in der Haftanstalt Silifri westlich von Istanbul in Untersuchungshaft. Ihm wird Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Journalisten mehrfach als Spion bezeichnet. Die wichtigsten News des Tages direkt aufs Handy meldet euch hier an.